Theo und der beste Tag im Leben. Alles läuft schief bei Theo, einfach alles. Theos bester Freund Nico hat einen neuen besten Freund. Und der neue ist groß und breit und drängt sich zwischen Theo und Nico. An seinem ersten Tag bringt er viele bunte Luftballons mit in den Kindergarten. Solche, die in den Himmel steigen, wenn man die Schnur loslässt. Und jeder will einen haben. Und nach steigen sie alle an die Decke. Die Schnüre bewegen sich bei jedem Luftzug und sind unerreichbar für die Kinder. Der Neue ist größer, stärker und frecher als alle anderen. Der traut sich was. Altes Popoloch, sagt er zum Hausmeister. Gut, der hat das zwar nicht gehört, aber der ist trotzdem verdammt frech und mutig, findet Theo. Eigentlich sind Nico und Theo sonst immer unzertrennlich. In der Bauecke, im Garten, im Blockhaus, im Gebüsch, am Sandplatz, beim Fußballspielen. Sie sind die dicksten und besten Freunde, die man sich nur vorstellen kann. Der Neue redet nicht mit Theo, nur mit Nico. Theo ist wie Luft für den Neuen, also wie unsichtbar. Und Nico? Dem gefällt das. Er findet den Neuen plötzlich besser, toller und wichtiger als Theo. Auf dem Nachhauseweg trotten Theo und Nico hinter ihren Müttern her. Nicht wie sonst, sonst laufen sie immer voraus. Kommst du heute zum Spielen zu mir? Fragt Theo. Aber Nico schüttelt den Kopf. Ich krieg Besuch, sagt er. Von wem? Fragt Theo. Das will er jetzt wissen, denn eigentlich ist Theo doch immer Nikos Besuch. Ich krieg halt Besuch, wiederholt Nico. Theo kann sich schon vorstellen, wer da kommt. Theo kann an nichts anders mehr denken als an Nikos Besuch. Er stellt sich vor, wer auf dem roten Sofa sitzt und wer mit Nico im Garten am Klettergerüst Kopf unterhängt, wer die geschwungene Holztreppe zu den Kinderzimmern so schnell raufrennt, dass er bald hinfällt, und wer gerade so noch die Kurve kriegt. Der Gedanke an den Neuen schnürt Theo das Herz zusammen. Ganz eng. Wie ein kleines, schweres Paket. Und dieses kleine, schwere Paket macht Theo traurig. So traurig, dass er nicht einmal weinen kann. Kommt Nico heute nicht? Fragt Mama im Vorbeigehen. Theo schüttelt den Kopf und verzieht sich in sein Zimmer. Er hat so gar nichts Lust. Bist du krank? Mama kommt hinterhergelaufen. Nein, geh raus, sagt Theo unfreundlich. Ja, was ist denn mit dir los? Fragt Mama. Gar nichts, schreit Theo. Raus! In Theo steigt ein Wutklumpen auf, den der Mama entgegenbrüllt. Unsanft und mit ganzer Theo-Kraft schiebt er sie aus seinem Zimmer. Theo, was hast du? Fragt Mama durch die Tür. Nix, brüllt Theo. Lasst mich in Ruhe. Hallo, sagt Theo am nächsten Tag. Der Neue und Nico sind in ein Spiel vertieft. Kann ich mitspielen? Nein, sagt der Neue. Nico zuckt mit den Schultern. Von mir aus? Nein. Der Neue schüttelt den Kopf und sieht Theo böse an. Und dann sagt er zu Nico, du musst dich schon entscheiden, ob du mein oder Theos Freund bist. Nico überlegt ganz kurz. Wir können ja später spielen, sagt er schnell und schaut Theo entschuldigend an. Später versucht Theo es nochmal. Diesmal im Garten. Er hat Glück. Er erwischt Nico ohne den Neuen. Wollen wir spielen? Fragt er. Ohne den Neuen an der Seite will Nico sofort. Sie sind Goldgräber und Schatzfinder und spielen mit den Schaufeln hinterm Haus. Na, bis der Neue kommt und Theo die Schaufel aus der Hand reißt. He, sagt Theo, mit der spiele ich? Nico ist mein Freund, sagt der Neue, baut sich vor Theo auf und schubst ihn. Er stolpert rückwärts und stößt mit dem Kopf an das Gartenhäuschen. Ah, das tut weh. Aber noch schmerzhafter ist der Stich in Theos Brust. Denn Nico sagt keinen Ton dazu. Gib mir die Schaufel zurück,
schreit Theo wütend und versucht, sie dem Neuen aus der Hand zu reißen. Der ballt jedoch die Faust und verpasst Theo einen Schlag gegen die Schulter. Und das macht Theo noch viel, viel wütender. Er könnte die ganze Welt erschlagen. Das bringt nur nichts, denn der Neue ist ja stärker. Er wirft Theo um, hält seine Arme fest und hockt sich auf seinen Brustkorb. Theo kann nur noch mit den Beinen strampeln und schreien. Aber hinter dem Gartenhaus sieht und hört ihn niemand. Nico schaut verdutzt aus der Wäsche, sagt aber keinen Ton. »Soll ich spucken?« fragt der Neue und lässt seine feucht glitzernde Spucke blitzen. Theo schmeißt seinen Kopf hin und her und schreit. »Sofort runter von Theo!« Eine Erzieherin packt den Neuen von hinten am Kragen. »Der hat mir die Schaufel weggenommen«, sagt der Neue und fängt wie auf Knopfdruck an zu heulen. Theo schnappt nach Luft. »Das stimmt doch gar nicht. Nico war dabei. Der weiß, wie es war.« Er starrt Nico an, aber der sagt wieder keinen Ton. »Stimmt doch, Nico, oder? Ich hab sie zuerst gehabt«, sagt Theo atemlos. Aber Nico sagt nichts. Seine blauen Augen schauen nur erstaunt unter dem dunklen Schopf hervor. Das ist alles. Nico. Sein bester Freund sagt nicht, wie es wirklich war. Das fühlt sich schlimmer an als ein Schlag auf den Kopf oder Spucke im Gesicht. »Den will ich nie wieder sehen«, denkt Theo. »Nie wieder will ich mit Nico spielen. Niemals mehr. Nie, nie, nie.« »Eltern können sich doch scheiden lassen. Von der obersten Stelle, oder?« fragt Theo Opa. Sie stehen im Garten und betrachten die Rosen. »Ja, sozusagen, ja«, antwortet Opa. »Kann man sich auch von seinem besten Freund scheiden lassen?« fragt Theo weiter. »Davon habe ich noch nie gehört«, sagt Opa und schneidet einen wilden Trieb ab. »Warum sollte sich ein Freund von einem besten Freund scheiden lassen?« »Weil der einen neuen Besten hat«, sagt Theo und schnieft. »Einen neuen Besten?« Opa versteht nichts. »Freund«, ergänzt Theo. Opa verschwimmt und die Rosen auch, weil in Theos Augen das Tränenwasser steigt und steigt, wie in einer Schiffsschleuse. Die beiden sitzen lange auf der Bank im Garten. Er wird schon dämmerig und kühl da draußen, aber Theo merkt die Kälte gar nicht. Er erzählt vom Neuen und von Nico und Opa hört zu. »Ein bester Freund bleibt der beste Freund, auch wenn er mal einen Fehler macht«, hat Opa gesagt. Theo muss immer wieder über den Satz nachdenken. »Ein bester Freund bleibt der beste Freund, auch wenn er mal einen Fehler macht.« Vorerst aber will Theo nichts mehr mit Nico zu tun haben. »Ich habe noch andere Freunde«, denkt Theo und entdeckt ganz neue Spiele in der Bauecke und im Matschraum. Auch die Luftballons, die an der Decke hängen, bemerkt Theo erst jetzt wieder. »Wenn ihr sie herunterholt, könnt ihr sie haben«, sagt die Erzieherin. »Ich hol sie«, sagt der Neue und drängt sich vor. »Sind ja auch meine.« Er steigt auf den Stuhl und streckt die Arme aus. Die Ballons bleiben in weiter Ferne. »Geht nicht, das können wir vergessen.« Er steigt wieder runter und zieht Nico hinter sich her. Jetzt ist Theo an der Reihe. Der gibt nicht so schnell auf. Er schiebt den Tisch unter die Ballons und steigt da drauf. Der Neue zieht ihn am Hosenbein. »Komm runter, das sind meine Ballons!« Theo beachtet ihn gar nicht. Er braucht mehr Höhe. Er stemmt einen Stuhl auf den Tisch. Und inzwischen haben die anderen Kinder seinen Plan verstanden und stellen sich um den Tisch herum auf. Gebannt beobachten sie Theo. Der steigt auf den Tisch und vom Tisch auf den Stuhl. Dann richtet Theo sich auf und greift in die Luft und nur ganz wenig fehlt bis zu den Luftballonschnüren. Theo stellt sich auf die Zehenspitzen, aber da wackelt der Stuhl. In Theos Bauch kribbelt es. Lieber würde er wieder herunterklettern. Noch einmal macht er sich lang, so lang wie es nur geht, aber der Stuhl bewegt sich. Mist, denkt Theo, ich kippe.
Doch plötzlich hält einer die Stuhlbeine fest. Aus dem Augenwinkel sieht Theo, dass das Nico ist, der die Holzbeine fest umklammert hat. Jetzt klappt's, denkt Theo und streckt sich. Die Beine wachsen in die Länge, weil er auf den vordersten Zehen balanciert. Der Oberkörper und die Arme ziehen sich lang, als wollte Theo Äpfel vom Himmel pflücken. Und die anderen Kinder beginnen, Theo anzufeuern. Theo, 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 Theo. Einen Moment lang hat Theo das Gefühl, dass er keinen Boden mehr unter den Füßen hat und schwebt. Und da erwischt er die erste Schnur und zieht den Ballon zu sich. Den bekommt Nico. Der klemmt sich die Schnur zwischen die Zähne, denn er hat ja keine Hand frei. Er muss Theos Stuhl festhalten. Alle Kinder jubeln und klatschen. Bis auf einen. Der Neue, er freut sich nicht. Theo pflückt einen Ballon nach dem anderen von der Decke. Den letzten Ballon überreicht er dem Neuen. Der zögert einen Moment und verzieht trotzig den Mund. Ja, dann aber greift er zu. Zu gern will ja auch er einen Ballon haben. Opa, heute ist der beste Tag in meinem Leben, erklärt Theo am Nachmittag. Na, das ist schön, sagt der Opa. Schöner kann mein Leben gar nicht sein, sagt Theo. Das freut mich, sagt der Opa. Und ich freue mich mal erst, sagt Theo. Die festen Schnüre um sein Herzpaket sind abgefallen. In seiner Brust fühlt sich alles so leicht an, als ob Theo in den Himmel fliegen könnte. Er lässt die Schnur seines Ballons los. Ach, du sollst auch den besten Tag im Leben haben, ruft er und blickt dem kleinen roten Punkt hinterher, bis der im Himmel verschwunden ist.